Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Beim letzten Mal haben wir ja das Öl aufgebaut und wir möchten es ja auch noch verarbeiten. Ich hoffe, dass ich da heute so weit wie möglich komme. Ich habe mir immer noch nicht genau überlegt, wie ich das jetzt aufbaue. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall die Erzverarbeitung hier drin haben will. Also irgendwann verschwindet die von da drüben und geht hier rüber. Das soll auf jeden Fall dann das... Das Ding machen, das Leitfuel. Gott, nicht mal gewusst, wer mir Leitfuel sagt. Also das Benzin. Genau. Und der EBF muss da auch rüber, weil EBF kann ja wachsen, ne? Also man kann ja dann irgendwann vier EBFs haben, die also miteinander connected sind. Und das braucht man auch. Das ist jetzt gerade meine Special-Frage, wie ich das jetzt mache. Apropos noch Special-Frage, weil ich muss auch aus dem Assembler mal immer wieder mal Flüssigkeiten rauskriegen. Da werde ich mich jetzt als erstes drum kümmern. Das heißt, wir brauchen einen Low-Voltage-Fluid-Tank. Das heißt, ich brauche eine Pumpe, ich brauche Bronze und ich brauche Stahl. Wie man sieht, es sind paar Sachen wieder dazugekommen und es sind ein paar Sachen verschwunden. Hier, ne? Denn ich war mal wieder fleißig. Oh, genau, ich nehme Analytic Copper. Bin ich doof? Nimmst du das Richtige? Danke. Das ist das gute Zeug. Ach, genau. Ha. Ich bin nämlich gerade noch dabei. Dann muss ich, glaube ich, sprinten. Genau. Ich habe mir noch einen zweiten Personal Anchor gebaut. So, F9. F9. So, das ist. Das ist. Das heißt. Ha. Okay, das heißt jetzt dann. Der Chunk, ja, dann muss das hier rein. Da kommst du hier hin. Und ich muss dann jetzt mir dann nochmal eine Enderperle holen, damit das Zeug hier auch immer geladen ist. So, das habe ich jetzt schon mal soweit fertig. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal diese komische Huge Clay Fluid Pipe. Das heißt, ich brauche Clayplatten. Dafür brauche ich 12 Stück. Hab ich, ich glaube, ich habe noch welche, ne? Ich glaube, ich habe die schon vorbereitet. Ja, genau. A-Plates. Dahin. 6 Stück, Dankeschön. Und Wrench. Aus. Das ist sogar, macht sogar sehr viel Sinn, dass ich das hier mache. Den werde ich noch ein paar Mal brauchen. Speichern. Gut. So, dann brauche ich noch eine Pumpe. Und auch da war der Jack fleißig. Ich habe mir noch 10 Motoren gebaut. Ich habe mir 11 Maschinenhals gebaut. Darum Material weg. Und auch noch 10 Pumpen, dass ich nicht die ganze Zeit dastehe und pumpen und den ganzen Käse baue. Das glaube ich, habe ich schon 1000 Mal gesehen. Das macht keinen Sinn. Jetzt sagen, ja, ich habe auch schon 1000 Mal gesehen. Mache ich auch keinen Sinn. Ach so, nee, das war nicht so teuer. Da waren auch noch 10, da war noch eine Eisenplatte dabei. Korrekt. Wenn es nur das ist. Gerade auch Stahl. Ja, nur diesmal sieht anders. Nicht auf. Genau, klick mal da drauf. Ja, ich habe natürlich Kupferplatten gebaut. Wo, warum auch immer. Kann ich irgendwann vielleicht wieder brauchen.
Wenn nicht, schmelze ich es ein. Aber ich kann es ja ablegen. Das ist ja kein Problem. Ja. Bast wackelnder Luft. Oh, das ist nämlich der erste Schritt. Und wir haben jetzt einen Low Voltage Fluid Tank. So, ihr wisst das Rezept, wie es aussieht, weiß es ich nicht mehr. Und ich kann es mir fünfmal angucken und ich weiß es auch nicht mehr. So, genau. Also, eigentlich wollte ich mir einen Tree Tap bauen. Nur habe dann festgestellt, dass der Tree Tap totaler Humbug ist. Oh. Auch Aluminiumbolts für das Ding. Ist nur die Frage, habe ich eventuell schon Aluminium? Ich habe noch kein Aluminium, ne? Ah. Ich kann es nicht machen. Mist. Ich kann nicht mal raustragen. Mit der Nacht. Wahnsinn. Ja, ich könnte jetzt in den Twilight gehen und diese kleinen Männchen da suchen und auf den Kopf hauen. Da habe ich dann, hätte ich dann auch noch eine Chance, dass die mir einen ein Alu-Ingot droppen. Aber nö. Also dann arbeiten wir, dann arbeite ich halt an EBF und dann muss ich halt damit noch leben, dass ich halt da noch ein paar Flüssigkeiten verliere. Aber das ist jetzt dann auch nicht so wild. So, das heißt für mich, wir brauchen Light Fuel. Beziehungsweise nein, wir fangen an, EBF-Sachen noch vorher zu machen, weil die brauchen nämlich noch ein wenig. Ich brauche eine Distillery und ich brauche eine Forming Press und ich brauche eine Thermalzentrifuge. Thermal. Prima. So, habe ich die schon da. Die Thermalzentrifuge. Dafür brauche ich zwei Motoren, zwei Circuits, Kupferkabel und Zinnkabel. Kupferkabel. So, dann brauche ich hier einen, da zwei. Nee, da brauche ich nichts. So, das war dann bei Circuits. Auch, dass mir jetzt die Circuits dann nicht ausgehen. Das wäre jetzt ja der Obergau dann. So, beim Ohren. Das kann ich mir vorstellen. Zinnkabel und das war vierfach, ja. Einmal. Wer sieht der mal? Zentrifuge. Ha. Lustige ist, die Quest kommt später. Aber die kommt hier. Ist lustige, ich brauche sie aber schon hier. Also, weil steht auch da. Das ist das Witzige. Du kannst Gallium rauskriegen, wenn du die Thermalzentrifuge benutzt. Kann ich erst machen, wenn ich das hab. Ist aber scheißegal. Ist wirklich scheißegal. So, okay. Das ist Phalarit, das habe ich schon mal durchgeblasen. Und das muss jetzt hier rein. Aber wenn sie sich jetzt freuen, die Maschinen. Ja, aber die müssen ja auch was arbeiten. Und ich höre die ganze Zeit, dass da drüben das Team rausploppt. Also können sie auch was tun. Ne? Ja, sage ich auch. Kisti, Kisti, Kisti. Kisti haben wir hier. Die kommt oben drauf, was geswitcht und Item Output bitte. So, wir haben, ne, jetzt haben wir Cadmium.
Wenn ihr natürlich das nur in Pulverizer bekommt, dann wäre das natürlich total doof. So, und wir lesen das nochmal. You can find sphalerite in sulfur veins. Ja, das habe ich. And the small zinc ores in the overworld. On the nether. You won't find much on the overworld because of the world to get an additional zinc crushed ore drops used a tinker's construction tool with a luck fortune. It probably the best use for all that lapis you got while looking for calcite. Sphalerite and zinc are the primary source of gallium. Jetzt ist hier, you can get gallium out by using a thermal centrifuge. Wie ich bin, wie ich aussehen? Ja, ich kann es mal auch so machen, also das ist das wenigste Problem. Was mache ich aus Gallium Dust? Ja, toll. Wenn ich Zink Dust habe, ja, gibt aber nur tiny pile of irgendwas Zink. Gallium Dust? Gallium Dust? Da habe ich mich das letzte Mal schon total schwer getan, dass ich da was finde. Okay, also in der normalen Zentrifuge nicht. Das ist mir Wurst. Das heißt, genau. Geht nur mit Gallium. Thermalzentrifuge, Purified Gallium Ore. Ja. Crushed Gallium Ore. Purified Zink Ore. Ah, okay, ich brauche Zink dafür und nicht den Case. Und was mache ich dann aus dem? Cadmium. Oder brauche ich auch noch Cadmium? So. Wenn ich jetzt dich habe. Ja, da krieg ich aus beiden Cadmium raus. Also das ist scheißegal. Da kann die da auch arbeiten. Jetzt extra aufgehoben. So, wir schauen noch mal. Das hat jetzt zwar mit Anführungszeichen teilweise was mit Ding zu tun, mit dem EBF und mit Light Fuel, aber hat auch was damit zu tun, denn wir wollen sozusagen an die nächsten Circuits rankommen. Und da kann man noch ein paar Gerätschaften bauen und vor allem die werden wir dann auch brauchen. Ziemlich schnell. Und darum läuft das sozusagen, sollte das eigentlich mitlaufen. So. Das heißt Zink. Das heißt von A bis Zink. So, jetzt gehen wir mal hier rein und dann schauen wir mal die Kisten an. Ja klar, also Zink habe ich schon was. Aber so viel habe ich da glaube ich nicht gefunden. Wenn ich überhaupt schon was gefunden habe davon. Ich glaube, werde mich dann mit den XP auseinandersetzen müssen, um das zu suchen und zu finden. Wie gesagt, das Lustige ist, dass halt dort steht Sphalerit in Sulfur Veins und Sphalerit habe ich ja. Also Sphalerit, ich gehe jetzt dann mal noch mal alles durch. Wir machen noch mal guck. Also Gallium ist mit drin, ja.
Das dürfen wir nicht ernst nehmen, also Crust, bla bla bla. Okay. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. So, das heißt, ich habe jetzt einen Crushed. Das heißt, ich habe hier Cadmium. Habe im Washer habe ich auch ist dasselbe. Ne, da habe ich Yellow Garnet. Und Thermalzentrifuge wieder Cadmium. Nichts durchlassen, det hätte ich gar nicht was. So ein Chemical Bath hätte ich eine 70%ige Chance, dass ich Zink rausbekomme. Aha. Das dann sozusagen verdoppeln oder so. Nee, vervierfachen. Dann mache ich aus einen vier. Cool. Das heißt, ich habe irgendwann noch einen Chemical Reactor auch noch dazwischen klemmen. Ja, schön. Und ich brauche aber dann die Comps dafür. Okay. Hey, also ich habe da, schaue ich dann mal nach. Also das heißt, das da. Genau, dann habe ich eine 10%ige Chance, dass ich da Gallium rauskriege. Problem ist nur, ich brauche ein Pulverization. Und Pulverization ist für mich HV. Weil der Maserator nur einfach hat. Der Pulverizer hat 4. Ja, das heißt, das ja, ich müsste Zink suchen. Zwischen 80 und 210. Alles klar. Das heißt für mich, ich muss demnächst den Nether und Zink auftreiben. Oder wie gesagt, am Anfang werde ich es jetzt dann erstmal mit Ding machen, mit XP. Ich habe ja 41 Level. Ich muss ja sogar meinen Tank mal leer kriegen. Ist ja auch das Wenigste. Okay. Wir machen weiter mit dem Light Fuel. Genau. Also, das heißt ja für mich, ich will. Ich komme hier an. Habe hier meinen Battery Buffer. Gehe dann hier rüber. Und habe dann, ja, jetzt muss ich mir das nur genau überlegen, wie ich das mache. Eigentlich müsste ich als allererstes Richtung EBF laufen. Dann würde das für mich bedeuten, ich bräuchte da einen. Ja, nee, ich mach da. Mach dann den Achtfach hin. Ja, ich mach dann den Achtfach hin. Einen achtfachen Battery Buffer. Den kann ich mir gleich mal machen. Ich hoffe, dass ich genügend Kabel habe. Davon gleich mal wieder 10 Stück nehmen. Und ab in die Wiremill. Da auch gleich 10 raus. Und dann als nächstes rein. Ah, ich habe nur 20 Stück gemacht. Ah, ja, stimmt. Das sind ja nur 20. Brauche ich gleich. Dann mache ich gleich nochmal 10 mehr. Ja, wenn man sich dann am besten noch verrechnet. So, aber in der Zeit, wo der arbeitet, oder ja, scheiße, wenn ich vorgehe, arbeitet er nicht mehr. Aber das ist jetzt egal, ich muss vor. Ich brauche eine Enderperle auf jeden Fall, dass der dann arbeitet, wenn ich vorgehe. Dadurch. Können wir dann nochmal beim Öl vorbeigucken.
Und da habe ich jetzt ein Waypointing gemacht. Pumpe. Ich muss es leider Oil schreiben, weil wenn ich auf die Ö-Taste drücke, ne, dann komme ich in dieses Menü rein. Und ich habe noch nicht rausgefunden, ob ich diese Taste umlegen kann. Immer schön. Wenn man dann irgendwas schreibt, dann merkt man mal, wie oft, dass man im Deutschen das Ö drin hat. Nämlich geil, wenn du nämlich gerade mittendrin bist im Chat und schreibst irgendwas, hast fast den Chat ausgereizt und der vorletzte Buchstabe ist ein Ö. Alles weg. Top. Hab dich da mal weg. Nimm dich sowieso gleich mal mit raus. Pack dich da mit hinter. Dann brauche ich jetzt eine Enderperle von oben. Habe ich einen kleinen Tank, wo schon Material drin ist, das wollen wir mal brauchen. Wo ich jetzt dann bestimmt in meine Linie mit einbauen muss. Ja, aber den Tank habe ich ja schon mal dafür. Den habe ich mir zwar eigentlich, ja, Lubrikante, dann brauche ich noch einen. So, hier, wie geht's euch? Gut. Auch Hühnchen. Er steckt jetzt, glaube ich, seit geschlagenen 4 Stunden genau an derselben Stelle in der Wand. Meck, oder wie heißt der? Wie hieß das Huhn aus? Mir fällt jetzt gerade nicht mal mehr der Film ein. Moana, glaube ich. Da war auch das dumme Huhn dabei. Ja, das ist ein Ablecher. Oder dasselbe. Auf jeden Fall mal 2023 Buckets Öl. Und der arbeitet nicht mehr. Ich vermute, dass das leer ist. Problem wird jetzt nur sein, ne, dass er das Gestänge nicht rausnimmt, ne? Ja, das muss ich dann mal irgendwann rausziehen und dann die Pumpe verlegen. Bin ja gespannt, wenn ich dann den World Anchor umbaue, ob die Enderperle drin bleibt oder ob die dann Wiedersehen sagt. Was irgendwie gemein wäre. Hat zwar einen Drachen einstecken, aber der bringt mir trotzdem nichts. Jetzt mal probieren, ob ich ein bisschen schneller war. Das ist ja abenteuerlich. Leider kann man den nicht nach oben ziehen. Und falls es doch gehen sollte, schreibt es bitte in die Kommentare. Das würde ich nämlich gerne machen. Mit Aufwinden arbeiten. Ja. Welt, in Minecraft gibt es Wind? Ja, bei mir schon. Hochkomplexes Spiel. So, genau. Die Enderperle. Die Enderperle, die Enderperle, die räume ich gleich weg. Weil was weg ist, ist nicht mehr im Inventar. Danke. So. Dann lauf du mal. Dann klebe ich dich hin. Also Thermalzentrifuge Hammer. Ich brauche eine Distillery und eine Forming Press. Die zwei brauche ich auf jeden Fall noch. So, Thermalzentrifuge kann ich da rausschmeißen.
Pumpe kann ich auch rausschmeißen. Chemical Reactor Distillery ist klar. Und eine Forming Press. Forming Press. Du kommst gleich mit rein. Dafür brauche ich zwei Pistons, zwei Circuits, vier Dinger. Vier Kabel. Also zwei Pistons. Kabel habe ich. Zwei Circuits. Von eins. Alles haben. Kabel. Das ist ein Kompressor. Das wäre nicht gut. Das ist gut, dass ich da drauf geguckt habe. Alter, da hätte ich mir in den Arsch getreten. Ja. Aber sowas von. Okay, das ist jetzt nur die Frage. Canning Machine brauche ich auf jeden Fall. Extruder bräuchte ich auch. Wir sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt egal. Die brauche ich nur kurz. 8. Sehr schön, dass ich das Zinn noch mit mir rumtrage. Komme ich total weiter. Aber die Forming Press habe ich. So, und in dieser Forming Press, da macht man, genau, da macht man da das Mica-Based Sheet. Und Mica-Based Pulp brauche ich jetzt Raw Rubber Dust und Mica Dust. Und in Circuit Nummer 2 im Mixer. Genau. Mica Dust müsste ich. Da könnte ich jetzt mittlerweile auch schon raus haben, weil es sehr viel war. Genau. Bist Kaolinit. Okay, du bist Mika. Okay, das passt. Da ist der Zweier schon drin. Kann ich die wegräumen. Und dann brauche ich das da. Dann lauf mal. Als nächstes brauche ich jetzt dann die, kann ich schon wegräumen, denn die Distillery. Dafür brauche ich eine Pumpe, Glas, zwei Circuits. Bettchen. Mein Männchen kennt, weiß nicht mal mehr, was ein Bett ist, glaube ich. Der schläft nur noch im Schlafsack. Muss bald wieder Circuits herstellen. Jetzt mal, da wird das Red Alloy Wire das Problem werden. So, aber nochmal schnell welche hergestellt. Passt. So. Das war jetzt. Dann habe ich noch, brauche ich noch eine Bronze Fluid Pipe. Die habe ich Gott sei Dank noch übrig. Dann brauche ich noch davon was. Habe ich gesagt, ich brauche noch zwei Glas, zwei Kabel, eine Pumpe. Ab zu meiner Schmelze. Umschlüsseln. Braucht ja auch einen Grund, warum das man eine Schüssel hat, ne? Glas hin und ich habe eine Basic Distillery. Hervorragend. So, jetzt ist nur die Frage, kann ich hier irgendwas abbauen? Das kann ich nicht abbauen, das kann ich nicht abbauen. Thermalzentrifuge. Okay, die bräuchte ich momentan nicht. Dann hätte ich gesagt, was ich nicht brauche, bleibt nicht stehen.
Also die werde ich brauchen, aber dann muss ich erst im Nether gewesen sein oder whatever. Damit da rein. Ja, genau, ich schmeiß die Maschine rein, die wo ich brauche, und lass die Maschine, die ich nicht brauche, unten drin. So, und in dieser Distillery, da muss ich jetzt sozusagen, brauche ich noch eine Pumpe. Pump it up. Da. So, und das Wasser, auch wenn es mir weh tut, das werde ich jetzt mal jetzt wegschmeißen. Dann brauche ich bitte meinen Umdreher. Eins, zwei, drei, vier. Andere Kabel. Und in der Zeit das schon mal machen. So, wir haben hier schon mal Mica Based Pulp. Und das muss ich jetzt mit Asbestos in die Forming Press schmeißen. Genau, dafür brauchen wir das Ding. Asbestos. Jawohl, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie das läuft. So, du gehst bitte nach oben. Kiste. Stellst drauf und sagst Item Output. So. Das heißt, wir haben jetzt gleich das Mica Based Sheet. Und das Mica Based Sheet muss ich jetzt mit Silikondioxid in Alloysmelter packen. Also, danke. So, und das mache ich aus Glasdust in der Zentrifuge. Darum habe ich ja das letzte Mal gesagt, ich darf nicht mein ganzes Glasdust herschmeißen. Silikondioxid. Das kommt jetzt in den Alloy-Smelter mit denen da. Vier Stück. Also, das ist überhaupt kein Aufwand. Also, der wohl GT kennt, der weiß schon, dass das nicht gerade einfach ist. Und hier wurde es nochmal zwei Stufen schwerer. Man möchte es ja uns nicht so leicht machen, ne? So, und das haben wir jetzt ein Mica Insulator Sheet. Und das Mica Insulator Sheet muss ich jetzt genau mit der 1 in die Bending Machine hauen. So, klack. Also, nochmal. Also, man muss Glasdust herstellen. Wichtig. Aus dem Glasdust in der Zentrifuge wird Silikondioxid. Das ist das eine. Das andere ist, man muss das Mica komplett verarbeiten. Dann muss man es mit Rubber Dust in den Mixer schmeißen, dass man Mica-Based Pulp rausbekommt. Dieses Mica-Based Pulp geht man hin mit der Forming Press und Asbestos. Das heißt, das muss da auch noch vorher abbauen. Also das ist dann auch ein B-Erz. Das haut ihr dann rein und bekommt euer Mica-Based Sheet raus. Und das haut ihr dann mit dem Silikon-Blabla in den Alloy-Smelter, dass ihr dann Mica-Insulated Sheet rausbekommt. Und das haut ihr in die Bending Machine, damit ihr die Mica-Insulated Foil rausbekommt. Und mit der Mica-Insulated Foil und geschmolzenen Zinn und Cupronickel-Kabel kriegt man die Coils. Jetzt kommt ihr. Ja, ich schicke den Jockel aus, so komme ich mir auch gerade vor. Brauchst alles. So, gut.
Ja, jetzt gehe ich hin und schmeiß das weg. Dahin. Dann gehe ich mal raus und hol mir mal und tu mal meinen Tank leer machen. Aber das mache ich am Anfang jetzt erstmal nur mit 16 Zellen. Kann's ja leider, ich kann ja diesen Tank nicht rumtragen und unseren Mod haben wir ja nicht drin. Der es könnte. So, wir tragen das da rein. So, das heißt, wir haben jetzt eine Distillerie. Und dafür brauche ich jetzt, nee, keine Milch. Ich brauche Lubrikant. Lubrikant. Und für Lubrikant brauche ich Distillerie und den Circuit Nummer 4. Und ich werde gleich noch was brauchen. Das ist ein Gewächshaus. Das ist, ja, das nervt. So, und schon nervt es nicht mehr. So, das heißt, wir haben jetzt eine zweite Möglichkeit, unser Creosote Oil zu verarbeiten. Das ist ganz gut, weil sonst habe ich irgendwann 3 Milliarden Steine. Und ja, wir brauchen Lubrikant und davon brauchen wir jetzt 4.000. Ja, weil da gibt es ein schönes Rezept. Auch nicht. Hallo? Hab das doch nicht verpeilt, oder bin ich, oder doch? Ja, vielleicht nehme ich noch die richtige, dann habe ich eine Chance. Genau. Und zwar, ich brauche das da. Ich brauche ja LV Dynamo Hedges, zwei Stück. Vor allem das Schlimme ist, die brauche ich kurz. Wirklich kurz. Nicht lang, kurz. Weil sobald ich dann sozusagen diese Möglichkeit habe, schalten wir auf MV Dynamo Hedges um. Das heißt, weil dann, genau, das ist nämlich wichtig zu wissen. Ich gehe mal schnell auf die Coil. Weil da haben wir uns nämlich gefreut, weil wir müssen ja noch einiges dann herstellen. Und hier, ne, steht ja dort 1800 Kelvin hat die Cobo-Nickel-Coil-Block. Wird jetzt rot? Bitte nicht. Sicherheitshalber die Tür zu. Ja, aber wir gehen mal in die Quest rein. In die lustige Quest vom Multiblock. Und da haben wir den EBF. Und da steht ein bisschen was. Und zwar hier. Und zwar: The EBF also has a heat adjustment of 100 Kelvin for each Power Tier. Plus minus MV. Basically for cupronickel coils with a low voltage energy hedge. The head capacity is 1701 Kelvin minus 100 LV. MV 1801 Kelvin, also keine Veränderung. Ab HV kommen dann plus 100 dazu, etc. pp. Also immer 100 mehr. Und die Coils only set the base value. Genau. Wir haben sie gesehen. Also Basiswert wären eigentlich 1800. Weil wir dann LV einbauen, sind es dann nur noch 1700. Und für das Pulsating Iron, um die Supertanks zu bauen, Bingo, ist es zu wenig, weil da brauchen wir 1800. Also das heißt, da müssen wir den EBF wirklich dann auch auf MV kriegen.
Das ist ja eigentlich schon die erste MV-Maschine. So, ich wollte jetzt daraus das da mitnehmen. Dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Und ich habe die Kiste vergessen. Irgendwann die Kisten ausgehen, muss ich mal wieder neu produzieren. So, das heißt, wir haben jetzt einen Low Voltage Battery Buffer. Glückwunsch. Wir kommen hier hin. Bin gerade beim Überlegen. Nee, du kommst da nicht hin. Du kommst eine Stufe weiter vor. Hin. Noch einen Stein dahin. Haben wir das auch. So, dann heißt es jetzt, wir haben das da. Jetzt brauche ich. Ja, jetzt brauche ich mehr Zeit, sehe ich gerade. Wahnsinn. Die Zeit ist abgegangen wie Socke. Aber wir haben schon mal die Vorproduktion. Und nein, wir machen noch was. Und zwar, wie man Koponickel herstellt. Das machen wir auch noch. Also das, ne? Das wäre ja armselig, ne? Er füttert uns an. Feiermüll, danke. So, genau, Kupronickel. Kupronickel Dust. Und das macht man auch im Mixer mit Nickel und Kupfer. Im Einser Circuit. So, das machen wir auch ganz einfach. Das so leichtsinnig. Auf das. Ja, jawohl. Eins. Danke. Raus. Moll geht auch raus. Ist rein. Und was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche. Oder geht. Nein, Moment. Geht. Ups. Geht das auch? Kann ich das im Alloy-Smelter vielleicht auch machen? Nickel und Kupfer. Okay. Nickel, Kupfer. Klasse. Darf jetzt wieder mein einen Rucksack aufmachen, was wieder da drin ist. Nö. Das ist in dem. Jo. Wurst. In irgendeinem ist es. So. Dann lasse ich nämlich jetzt das mal. Du gehst mal da schnell dahin. Da rein, weil wir müssen ja jetzt sozusagen 4 Stacks an Kabeln herstellen. Dann lasse ich jetzt wirklich mal den Stack da durchlaufen. Cuprochrom-Nickel kann man, glaube ich, immer wieder gebrauchen. Wenn nicht, kann man es, glaube ich, wieder rückgängig machen. Aber ich brauche 4 Stacks, das heißt 16 werden 32, genau. Also ich heißt, brauche sowieso ein Stack. Brauche ein Stack Cuprochrom-Nickel-Ingots. Die laufen jetzt durch. Genau. Und dann haben wir eventuell unser ganzes Graffel beieinander, dass wir beim nächsten Mal die Coils machen. Wirklich mit dem Light Fuel anfangen. Und ja, genau. Und dann kann ich euch nur noch viel Spaß mit weiteren Videos wünschen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.